주말 레이 나이트 쇼 이하의 시원 레이 나이트 쇼 하루 원에스 커밍 야 der ESC am Samstag ist es soweit. Unser deutscher Vertreter Jendrik Siegwart aus Hamburg ist dabei mit seinem Song I Don't Feel Hate. Ja, am Dienstag geht es los, also heute mit dem ersten Semifinale und dann kommt das zweite und dann kommt das Finale. Ja, es gab ja schon am Samstag den Free ESC auf ProSieben von Stefan Raab. Hier kommen einmal die ganzen Teilnehmer mit ihren Songs im Recall oder wie man das Ganze da nennt, nochmal im Schnelldurchlauf, dass ihr seht, wer dabei gewesen ist und für wen. Let's go! Also für welches Land, wer dabei gewesen ist.
Das waren sie, die Teilnehmer und die Länder beim Free ESC Pro 7 von Stefan Raab, die zweite Auflage. Letztes Jahr ging das Ganze los, ja, weil der normale, also der richtige ESC ausgefallen ist, hat man sich gedacht, machen wir mal ein Free ESC. Ja, da war auch schon Helge Schneider für Deutschland, dieses Mal auch wieder Helge Schneider, aber als Udo Lindenberg mit super geiler Helge Schneider. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal von MySpaß oder wie der noch da heißt. Ja, also der Auftritt, der auch im Fernsehen war, live. Und noch andere paar sind da zu sehen auf dem Kanal. Der von Helge Schneider, also als Udo Lindenberg, ist in den Trends, in den YouTube-Trends auf Platz 24. Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mir im ersten Moment gedacht, hä, Udo Lindenberg, bis ich gesehen habe, ach, ja, nee, Helge Schneider. Ich habe mir gedacht, haben die keinen anderen oder was? Weil letztes Jahr auch schon Helge Schneider, ja. Gut, aber das Lied war jetzt nicht so schlecht, kann man nicht sagen, kann man nicht meckern. Gute Punkte hat er auch gemacht. Ja, für die Türkei war Elif dabei, die ja unter anderem schon bei Samra mitgewirkt hat, ein Feature-Song, ja, mit Samra dadurch kennen die einen oder anderen sie und der Titel bzw. der Song Helal von ihr ist richtig geil. Sie hat ihn gut performt, alles war nice. Ja, was will man mehr? Auf jeden Fall ist sie ein Talent und das hat sie auch mal wieder bewiesen in dieser Show. Das eine Auge, das wurde so geschminkt, weil ich glaube nicht, dass sie vermöbelt wird und dann blaues Auge hat oder keine Ahnung. Das wurde wohl so hingeschminkt hier. Ja, weil sie ja ein Auge normal und ein Auge blau hatte. Naja, auf jeden Fall war das hier die zweite Auflage dieses Jahr. Eine Woche vor dem richtigen ESC. Ja, heute am Dienstag ist halt die, also fangen halt die Semifinals an. Semifinale 1 und also am Dienstag und am Donnerstag Semifinale 2 und am Samstag das Finale mit dem deutschen Jendrik Siegwart aus Hamburg mit seinem Song I Don't Feel Hate. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von I Don't Feel Hate, von seinem Song. Falls der ein oder andere nichts damit anfangen kann, den nicht kennt oder so. Ja, übrigens, der letzte ESC ist ja ausgefallen, da sollte ja Ben Dolic an den Start ging für Deutschland, der ist beim Free ESC für sein Heimatland Slowenien angetreten mit einem Song. Ja, der letztes Jahr, womit er hätte für Deutschland antreten sollen, der Song war besser als der jetzt, aber der jetzt ist auch nicht schlecht. Auch was Geiles, muss jeder selber wissen. Und jetzt Film ab. I don't feel hate, I just feel sorry. You feel too very clever whenever you find another way to wear me down. I don't feel hate. Ein kleiner Ausschnitt von seinem Song I Don't Feel Hate, mit dem Jendrik für Deutschland antritt. Und jetzt kommen mal die, die im ersten und im zweiten Semifinale dran sind. Im Recall oder Recorp oder wie das da heißt. Auf jeden Fall so in einem Schnelldurchlaufformat da. Also halt mal ganz kurz angeschnitten die Songs, damit ihr mal seht, wer da alles ist. Und jetzt viel Spaß. Hallelujah!
usne, grizem sama. Jedva dišem, tik tok, vrijeme juri, ne mogu više. Oh no, oh no. TikTok, I'll take you dancing. In time with my parade, you think you fancy. I see a smiling face that makes me wanna cry. What was I thinking? 'Cause all we did was fight. Would you ever dare to wear my Johnny Cash t-shirt? You're in the wrong place. You're in the wrong place. Amen.
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Spanien sind schon qualifiziert für den ESC. Also die brauchten nicht ran, beziehungsweise brauchen nicht ran. Die sind gleich im Finale schon gesetzt. Und die anderen müssen sich halt qualifizieren für das Finale. Ja, den Free ESC von ProSieben da hat gewonnen Ray Gavi. Ja, mit seiner Spezialversion von seinem Song hat er den Free ESC, den zweiten, gewonnen. Ja. Ja, wer ist euer Favorit? Wer wird das Semifinale 1 und 2 dominieren, also gewinnen? Wer wird weiterkommen? Und wer wird die Trophäe ergattern? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Und wer war der Beste für euch beim Free ESC von ProSieben? Schreibt das auch mal rein. Das Ganze läuft, also der richtige ESC, läuft im ersten. Ich weiß jetzt nicht, also ab 20.15 Uhr müsste es in Rotterdam losgehen. Oder die Vorschau oder so. Weil es kommt ja immer noch, bevor das richtig losgeht, vorher noch was mit Barbara Schöneberger. Die letzten Jahre war das ja so. Da war zum Beispiel aus Hamburg, also in Hamburg war Barbara Schöneberger auf der Bühne. Da waren Leute beim Public Viewing sozusagen und die war da dann halt auf der Bühne, bevor es dann losging und rübergeschaltet wurde in das Land, dahin, wo es halt stattfindet und dieses Mal in Holland, in Rotterdam. Ja, und das soll es gewesen sein mit der Show, mit Johanns Late Night Show. Tschüss und ciao, haut rein, euer Johann 931. Ciao.